Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Freie Wähler Neulesheim Weihnachtsgespräch. Wir sind kurz vor Weihnachten und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Dennis Kiefer, und unseren Fraktions- und Ortsvorsitzenden Sven Nietzsche. Hallo. Ja, wir haben uns heute hier im Freien mit Abstand getroffen, um über die aktuellen politischen Themen in Neulesheim zu sprechen. Und wenn ich sage aktuelle politische Themen, dann wollen wir heute, haben wir uns fest vorgenommen, das C-Wort außen vor lassen und lieber über andere Themen reden und fangen heute an mit dem S-Wort, nämlich Steuern ist momentan in Neulesheim ein spannendes Thema. Lassen wir uns mal beginnen, lieber Sven, mit dem Thema Hundesteuern. Was gibt es da zu berichten? Ja, es wurde in der letzten Gemeinderatssitzung gegen unsere Stimmen eine breite Steuererhöhung von einer Mehrheit im Gemeinderat auf Wunsch der Verwaltung beschlossen. Und speziell zum Thema Hundesteuer. Die Hundesteuer wird jetzt um 33% ansteigen. Also wenn man jetzt mal das Thema Hund isoliert rausnimmt, dann muss man ja feststellen, gibt es ja jetzt auch in den Medien immer wieder die Meldung, dass sich eigentlich Menschen jetzt auch aufgrund der sozialen Isolation Hunde angeschafft haben, der Einsamkeit zu entgehen. Wie passt das zusammen? Ja. Für uns gar nicht. Deswegen waren wir dagegen. Für uns ist es das ganz, ganz falsche Signal in einer ganz, ganz falschen Zeit. Steuererhöhungen sind nie populär, das ist klar. Wenn sie in irgendeiner Form gerechtfertigt sind, dann haben wir dem in der Vergangenheit auch zugestimmt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Signal aussenden in einer Zeit, wo die Menschen sowohl emotional als auch vielfach finanziell belastet sind, für uns ein absolutes No-Go. Deswegen waren wir dagegen. Das Thema Grundsteuern spielt ja auch eine Rolle aktuell. Auch die Grundsteuer wurde erhöht. Das sind ja die sogenannten Hebesätze. Man unterscheidet da die sogenannte Grundsteuer A und Grundsteuer B für die unbebauten Grundstücke, Ackerland, und die bebauten Grundstücke. Und wir hätten mit der Grundsteuerbewertung, nenne ich es jetzt mal, gerne gewartet, bis der vom Land angestrebte Impuls in den nächsten 2-3 Jahren gekommen wäre. Die Grundsteuer wird ja schon seit Jahren in der Diskussion gehalten. Gab ja auch schon Gerichtsurteile, dass die bisherigen Berechnungsmodalitäten so nicht mehr zeitgemäß sind. Und für uns ist es einfach jetzt ein schlechtes Signal, die Steuer vorab zu erhöhen. Denn das nimmt uns den Vergleich, um das wirklich objektiv beurteilen zu können. Je nachdem, wie sich die Steuer dann entwickelt, sind wir jetzt auf einem viel höheren Niveau. Und dadurch ist für uns der Vergleich nicht so gut, wie wenn man die jetzt einfach belassen hätte. Dann würde man exakt sehen, was die Neuregelung bringt. Und dann würde man entscheiden können, ob man hier nochmal erhöht, senkt oder ob man hier ausgleichend tätig werden muss. Also was mich natürlich jetzt besonders interessiert als junger Familienvater auch, wir haben ja, wenn wir auch über bebaute Grundstücke reden, dann muss man ja sagen, da trifft es ja auch junge Familien, die jetzt nochmal gebaut haben, teilweise auch angefangen haben zu bauen, beziehungsweise gerade eingezogen sind in ihre Häuser. Ja. Auch unter dem Aspekt, man weiß ja auch teilweise gar nicht, wie sich es gerade in den Jobs der Väter und Mütter entwickelt. Ja. Genau. Also aus meiner Sicht durchaus das falsche Signal. Richtig. Auch hier unsere Argumentation, das völlig falsche Signal. Die Leute sind belastet genug. Und genau hier die Eigenheimbesitzer, die eh schon ein sehr hohes Verantwortungspotenzial tragen, die jetzt ab nächstes Jahr durch die Energiezertifikate auch noch mehr im Bereich Treibstoff belastet werden, da jetzt auch nochmal die Grundsteuer zu erhöhen, für uns auch nicht akzeptabel. Deswegen waren wir auch in diesem Punkt dagegen. Sven, wenn ich jetzt richtig das Ganze verfolgt habe, dann reden wir ja auch über eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Richtig, auch die Gewerbesteuer wurde in diesem Satz auf einige Punkte erhöht und auch das ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Wir wissen von vielen Gewerbebetrieben, die extrem unter dem C-Wort leiden, unter den Auswirkungen leiden. Und jetzt zu sagen, dass die Gewerbesteuer eh nur von denen großflächig bezahlt wird, denen es gut geht, ist unseres Erachtens die falsche Argumentation. Also ich finde das ganz spannend, die Argumentation. Man muss ja mal überlegen, wir befinden uns ja in einer Situation, wo der Staat und Land, also wo Bund und Länder Überbrückungshilfen zur Verfügung stellen aus Steuermitteln. Genau. Die dann auf der anderen Seite wieder als Steuer zurückgeholt werden. Genau. Also das ist natürlich, da kann man die Sinnhaftigkeit, glaube ich, durchaus in Frage. Dann haben wir noch das Thema Vergnügungssteuer. Gut, trifft aber in Neulesheim, glaube ich, nicht so viel, oder? Ja, trifft in Neulesheim indirekt doch schon wieder. Genau die Gastronomen, unserer Meinung nach auch wieder die falschen. Vergnügungssteuer fällt in erster Linie für Spielautomaten an. Spielautomaten werden von Automatenaufstellern in Gaststätten unter anderem platziert. Mhm. Dafür erhalten die
Gastwirte dann eine Miete, eine Pacht für diesen Stellplatz, den der Spielautomatenhersteller an die Gastronomen zahlt. Und es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn der jetzt höher zur Kasse gebeten wird, fällt das, was er an den Gastwirt weitergeben kann, deutlich geringer aus. Ja, spannendes Thema Steuern. Gibt noch eine Änderung in der Gemeinderatsfraktion? Willst du dazu noch Stellung nehmen? Ja, ganz kurz. Wir hatten einen Wechsel. Unser bisheriges Mitglied Günter Pöschel hat um seinen politischen Ruhestand gebeten. 12 Jahre war er jetzt bei uns in der Fraktion dabei. Er war immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Er war immer sehr lösungsorientiert. Er hatte auch immer sehr groß das Ohr am Bürger, weil er durch seine Selbstständigkeit hier im Ort natürlich auch zu vielen Bürgern Kontakt hatte. Nichtsdestotrotz gönnen wir ihm natürlich, dass er nun seine Zeit auch mit anderen Dingen verbringen möchte und nicht immer nur mit Gemeinderatsarbeit. Wir freuen uns, dass wir mit Antje Söhner jetzt eine junge, engagierte Kollegin in der Fraktion haben. Und wir wünschen der Antje hier in unserem Kreis zum Wohle der Neulesheimer Bürgerinnen und Bürger eine gute Hand bei ihren Entscheidungen. Dann kann man zusammenfassend sagen, wir haben heute 2 S-Worte am Start gehabt. Einmal Steuern und Söhner. In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen und euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Alles Gute, bleiben Sie und bleibt ihr bitte gesund. Freuen uns auf das nächste politische Jahr. Werden weiterhin, glaube ich, Sven, im Sinne der Neulesheimer Bürgerinnen und Bürger das Bestmögliche tun. Und wir beenden unser Video in diesem Moment. Vielen Dank, ihr Dennis Kiefer und Sven Itscher. Frohe Weihnachten.